Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Wo wie immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Friends, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben von MI und Clash Parker zusammen was. Die beiden haben schon mal was zusammen gemacht. Safe. Ich freue mich aber gerade insbesondere darauf, mal wieder was von Clash Parker zu hören. Ich glaube, der nennt sich jetzt nur noch Parker. Von dem haben wir uns ja früher das öfter mal was gegeben. Ich habe ihn gar nicht mehr verfolgt irgendwann. Nach dem JPB-Zeichen, ich weiß, er hat, glaube ich, auch kurz ein bisschen weniger Mucke gemacht. Aber jetzt haben wir ihn hier wieder am Start mit MI zusammen. Der Song ist Alleinsein, produziert das Ganze von Cobra. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen schon wieder ein Anime-Video. Ich habe das gerade in meiner Reportagen-Reaction gesagt. Ich liebe es bei MI zurzeit, diese Anime-Sachen, die er drin hat, weil sich das für Musikvideos so unglaublich gut anbietet, um irgendwie so eine Message zu transportieren oder irgendwie was darzustellen. Und für jemand, der jetzt auch irgendwie, ich möchte auch wieder mehr Anime gucken, so, wenn man da so drin ist, ist es irgendwie voll nice. Keine Ahnung, ist ein nicer Unterton. Deswegen, ich freue mich sehr drauf, vorne, Link zu euch in der Beschreibung, supportet wie immer auch das OG-Video. Das Ganze ist, ja, wie gesagt, produziert von Cobra, eigentlich müssen wir gar nichts mehr machen. Text, MI, Mix und Master, Key 2LA, sagt mir nichts. Video aber ist von Parker, okay. Wir hören rein, let's go, Freunde, ich bin echt gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, Mann. Vielleicht haben wir wieder eine Baba-mäßige Hook von Clash. Von Parker, ich versuche das rauszubekommen aus meinem Kopf. Oha! Okay, wait, wir haben so einen ganz rockigen Beat einfach. Das kommt auch gerade durch das Feeling echt ein bisschen rüber wie ein Anime-Intro. Es erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Yu-Gi-Oh! GX, weil da auch so ein bisschen Gitarre und so drin war. Okay. Digga, und auch an so ein... Einfach so ein, ja, so eine Art Popsong, der jetzt gerade auch im Radio laufen könnte, der Anfang. Ich weiß nicht mehr, was du machst, ich weiß nicht mehr, was du meinst. Ey, was ist denn das für ein geisteskrank guter Beat, Mann? Holy shit. Geiler Einstieg auf den MI. Ich weiß nicht mehr, was du machst, ich weiß nicht mehr, was du meinst. Ich weiß nicht mehr, ob du lachst, ich weiß nicht mehr, ob du weinst. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ey, und seine Stimme hört sich hier so clean an, crispy clean. Ich weiß nicht mehr, was du meinst, ich weiß nicht mehr, ob du lachst. Ich weiß nicht mehr, ob du weinst. Ich weiß nicht mehr, wo du bist und ob dich das hier trifft oder ob dir das egal ist und du mich bald vergisst, ob du weißt, dass ich da war. Ey, das hört sich so gut an wie so ein Track, der echt easy jetzt im Radio laufen könnte. Und das meine ich als Kompliment. Ich meine, ich finde, es ist gar nichts Schlechtes, wenn man sagt, es hört sich an wie ein Radiosong. Also ich meine damit gar nicht, dass sich das zu mainstreamig anhört, aber einfach wie ein guter Song, der so im Radio laufen könnte. So, wisst ihr, wie ich meine? Was ich getan hab, gefühlt dir auch die Betonung. Was ich getan hab. Und du mich bald vergisst, doch du weißt, dass ich da war. Und was ich getan hab, gefühlt jeden Tag dann dafür, dass du nicht klarkamst. Lieber allein sein, als mit dir noch ein Jahr, Mann. Und danke, dass du fragst dabei. Boah, dieser Beat ist einfach so, das passt so gut, das ist so ein geiles Stilrichtung. Brauch keinen Ratschlag, weiß nicht, warum es aus ist. Jetzt vielleicht kam man. Wisst ihr, was ich, meine? Auch jetzt diese Melodie, das ist aus, woran erinnert mich das? Das erinnert mich an irgendwas ein bisschen. Dass du fragst, aber ich brauch keinen Ratschlag. Weiß nicht, warum es aus ist. Jetzt vielleicht kam man, doch ich brenn da das aus. Kein Bock auf Palaver. Ist doch geil, Mann. Verbraucht jetzt Schluss mit der Gala. Für immer liegt im Outback Black wie Kadaver. Es sollte. Braucht jetzt Schluss mit der Gala. Für immer liegt im Outback Black wie Kadaver. Liegt im Outback Black wie Kadaver. Oh, okay. Also Outback Australien. Oder? Outback Australien, ich glaube schon. Kangaroos und so, bisschen offshore. Offside from the road und so, Freunde, ihr wisst, was ich meine. Und dann einfach wie ein Kadaver. Okay. Das verbraucht jetzt Schluss mit der Gala. Für immer liegt im Outback Black wie Kadaver. Es sollte doch for life sein. Ja, kein Termin auf meiner Timeline. Ja. Ey, ich mag solche Songs. Ihr wisst, ich mag solche Songs, wo es dann vielleicht nicht so verkrampft auf die besten Reime geht. Wo man dann auch nicht so hundertprozentig immer auf den Text achten muss, was, oh, da das Reimschema und da bla bla bla. Wenn es nicht ganz so verkopft ist, sondern einfach mal so Good Vibes und gute Melodie, guter Song, wisst ihr, das mag ich halt in letzter Zeit viel lieber irgendwie. Meinung muss nicht immer gleich sein, ja, schon okay. Und immer wenn ich allein bin, ja, sende Gott mir ein Zeichen. Ja, in der Hood of the Street, weder nachts in Paris oder hoch in den Alpen. Ja. Ey, nice, Mann! Ja, dann ist alles nur noch geht so.
Ich bin ehrlich, ich hätte mir von der Hook ein bisschen mehr erwartet. Sie ist nicht bad, aber ich hätte echt nach dem guten Anfang so und dass mich das alles so ein bisschen geflasht hat, hätte ich mir einen Ticken, so einen kleinen Ticken mehr erwartet von der Hook. Aber ich bin trotzdem wieder zufrieden. Good Vibes einfach. Ich bin sehr gespannt auf Clash Part gleich. Auf Parkers Part. I'm so sorry, Mann. Das fühle ich maximal. Ey, den mach ich direkt in meine Playlist gleich den Song. Good talk. Okay. Ich weiß, dass du mich hast, willst mich nie wiedersehen. Oh ja, doch, guter Einstieg. Nice, 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 nice. Aber was du leider nicht. Nochmal. Ich weiß, dass du mich hast, willst mich nie wiedersehen. Schöne Pause auch, willst mich nie wiedersehen. Dieser Atmer da drin, nice. Aber was du leider nicht weißt, ist, dass du mir noch fehlst. Und das, was einmal war, kommt nie wieder zurück. Lässt sich nicht ändern und trotzdem schreibe ich die Lieder für dich. Aus deiner Liebe wurde Feindschaft. Und es scheint, dass du jede Erinnerung an mich schon lange entfernt hast. Für mich ist. Ey, die Stimme von Clash passt auch unglaublich schön auf diesem Beat, muss man sagen. Die hat allgemein eine sehr, sehr angenehme Stimme. Feindschaft und es scheint, dass du jede Erinnerung an mich schon lange entfernt hast. Für mich ist bei dir kein Platz und es bleibt, dass ich nie wieder jemanden so wie dich kennengelernt habe. Das will ich auch nicht, so lässt mich niemand im Stich. Woran, das erinnert mich. Was ist denn auch so ein Song? Es ist so, was heißt typisch, aber es ist so ein bisschen dieses Good for You auch von dieser Olivia, wisst ihr, wie ich meine? Also nicht, dass es so. Diese selben, komplett selben aufbaut oder sich ähnlich anhört, das gar nicht, aber vom Feeling her und wisst ihr auch so ein bisschen dieses rockigere in Anführungsstrichen, so, sowas wie diese anfänglichen 2010er Songs so ein bisschen, dieses Feeling kriege ich so ein bisschen, Kesha kommt mir direkt in den Kopf, so, dieses mag ich, das mag ich gerne, man, das kommt wieder und das ist ja einfach nice umgesetzt. So verliere ich auch nicht, hör wieder lieber auf mich und ganz alleine fliege ist ein Hit. Hoch. So lässt mich niemand los. So war's und wird's immer sein. Oh. Ich bleibe und ich bin allein. Und immer wenn ich allein bin. Yeah. Okay, der Einstieg in die Hook ist schon geil. Sende Gott mir ein Zeichen. Yeah. In der Hood of the Street, wieder nachts in Paris oder hoch in den Alpen. Yeah. Und immer wenn ich allein bin. Yeah. Dann ist alles nur noch geht so. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich finde, man hätte da vielleicht in der Hook noch so ein bisschen mehr rauskitzeln können. Ich will nicht sagen, dass sie bad ist, aber es wäre noch geiler vielleicht machbar gewesen. Aber ey, wenn es für die so stimmig ist, ist es ja nice. Und es ist ja trotzdem ein geiler Song. Den finde ich sehr, sehr gut, Mann. Das ist so ein Ding, da lohnt es sich vielleicht mal ein bisschen Geld hinzunehmen, um eine Instagram-Werbung zu machen oder so, wisst ihr? Weil ich glaube, der wird auch den breiteren Massen gefallen. Geiles Ding geworden. Und auch da sieht man, wie vielseitig Emma einfach ist. Heftiges Ding. Ey, richtig schön, Mann. Richtig, richtig schön. Ich finde, das Ding passt hier gar nicht. Das Artwork, muss ich sagen. Das Cover. Da hätte ich safe so ein Anime-Ding hingemacht oder sowas. Aber es ist immer schwer, dafür Lizenzen zu bekommen, die als richtiges Cover zu benutzen. Egal. Ey, overall ein fucking guter Track, Mann. Ich liebe den Beat. Also wirklich wunderschön. Und es geht, wisst ihr, was ich meine? So mit Good For You und Kesha oder so irgendwie? Ich weiß nicht. Ich kriege diese Vibes davon irgendwie. Und ich habe das Gefühl, der könnte echt mehreren Leuten gefallen, so. Also Leuten, die sonst vielleicht keine Berührungspunkte mit MI haben oder so. Wisst ihr, die dann einfach sagen, ey, geiler Track so einfach, wisst ihr? Nice, Mann. Ey, was richtig Frisches, was richtig Gutes. Also, einfach, das ist halt bei Emma immer diese Wundertüte, die man bekommt. Du klickst einen Track an, du weißt nicht genau, was dich erwartet. Und das liebe ich bei ihm, weil er sich halt ausprobiert. Und das macht, worauf er Bock hat. Geiles Ding. Ey, ich bin echt ein bisschen blown away. Sehr, 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 sehr nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Freunde, lasst mir auch immer natürlich gerne in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, push das Ding nochmal nach oben auf Spotify, Amazon und so. Stream das Ding. Und ansonsten auf YouTube halt. Und dann würde ich sagen, ich sehe uns mal weiter mal noch ein Video über das Trash, so wie immer. Und ciao.